Der maltesische Unternehmer Jorgen Fennec bleibt in Haft. Ein sogenannter Mittelsmann hatte ihn als Drahtzieher des Mordes an der Journalistin Daphne Caruana Galizia benannt. Dem Mittelsmann wurde für seine Aussage Straffreiheit zugesichert. Der maltesische Ministerpräsident Joseph Muscat sagte: It's the investigators and the attorney general. Die Ermittler und die Staatsanwaltschaft waren sich einig, dass Herr, nein, ich sage keinen Namen, also der Mittelsmann, straffrei bleiben solle, damit wir in dem Fall zu einem Durchbruch kommen. Vor dem Büro des Ministerpräsidenten in der Hauptstadt Valletta demonstrierten Hunderte und riefen, Malta sei ein Mafiastaat. Wir wissen nichts, meine Familie weiß nichts, die Journalisten wissen nichts, das Ganze ist komplett absurd. Jorgen Fennec sagte aus, der Drahtzieher des Mordes sei nicht er, sondern der Stabschef des Ministerpräsidenten Keith Chambry. Chambry soll Fennec eine Nachricht mit den Worten »Verrate mich« nicht zukommen haben lassen. Chambry ist nach 2 Tagen Haft seit dem Morgen wieder frei. Er ist vielleicht nicht des Mordes schuldig, aber möglicherweise der Justizbehinderung. Er hat ja diese Nachricht an den Hauptverdächtigen geschickt. Daher wollen wir wissen, warum. Okay, wenn er mit dem Mord nichts zu tun hat, dann aber doch mit Justizbehinderung. Die Journalistin Daphne Galizia hatte über krumme Machenschaften des Unternehmers Fennec und Korruption in der Regierung berichtet. 2017 wurde sie durch die Explosion einer Autobombe unter ihrem Fahrersitz ermordet.